Servus, genau, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt hier in der schönen Stadt Venlo angekommen, oder wie die einen oder anderen Venlo sagen. Wir waren eben bei den Alpakas, ne? So heißen die, ne? Die Alpa-Jansabi. Die haben mich angespuckt, Digga, war ehrenlos. Aber ist nicht schlimm, Freunde. Jetzt sind wir hier und wir gucken, was wir natürlich heute so shoppen werden. Wir haben natürlich heute Adem dabei, ein sehr begehrter Achi aus Dortmund. Kommen Sie mit. Es ist alles hier, alles was ihr braucht ist hier, also man kann sogar Stoff, schau dir das mal an, also wirklich sehr sehr interessant und sehr sehr schön, also wirklich an die Leute, die Interesse haben, mal an einem Samstag Trödelmarkt vorbeizugehen und Flohmarkt, dann könnt ihr hier empfehlen, komm mal mit, aber brauchst du dich nicht schämen, weil wir sind in einer anderen Stadt und hier kann uns niemand was antun, das ist das Schönste. Und ganz wichtig, die Leute sind auch hier sehr positiv, also sehr sehr gut gelaunt, sage ich mal. Und das merkt man an den Gesichtsausdrücken hier. Und wie die auch alle so schauen. Wirklich, als wäre das was Normales, weißt du? Und jeder schaut auch so, weißt du? Komm mit. Wir haben auch für die ein oder anderen Hunden natürlich auch sowas wie Bette hier. Du kriegst alles an Equipment, alles was für, wie nennt man das so, Sachen für Hunde. Es gibt sehr viele Hunde hier, die wir kennen. Komm mit. Da hinten gibt es Jacken. Komm mal mit. Wir haben ja auch gutes Angebot. 6 Stücke für 5 Euro. Wobei ein Einzelpreis von 1 Euro ist. Ehrlich, du sparst 1 Euro. Komm mit. Aber ich sag dir ehrlich, der Preis ist doch optimal. Für 1 Euro kann man nichts Falsches machen. Sollen wir eins mitnehmen? Guck mal, schau, hier hat man sogar Halal. Weißt du, was ich meine? Was gibt es denn noch so an Süßigkeiten, die wir probieren können? Junge, diese Armbänder. Das sind vegan. Ja, Baba. Direkt, weil ich brauche eine neue Uhr heute. Siehst du da hinten diese Silberdinger? Nee, diese grüne. Ich liebe diese Minzdinger. Ja, Mann, bring mir 2 Stücke von denen. Ehrlich? Wallah, ich mag die voll. Ich liebe die. Weil 2 Stück für 1 Euro, warum nicht? So, schauen wir uns das mal an jetzt hier. Chef! Meister! Achi! Chef! Eine. Mach zu Ende. Okay. 1, 2, 3. 3? 3. Okay, hier. Okay. Bitte. Hast du Tüte? Jo. Echt nette Leute hier. So, danke dir. Dankeschön. So, Klingel. Liebe. So. Schönen Tag noch. Tschüss. Bleib aus. Bleib aus. Weißt du, was ich meine? Entweder die haben keine Zähne beim Sprechen oder die haben, das ist so der Akzent hier von denen. Komm, mach mal hier rein. Hier. Für die Tüte haben wir 3 Euro gerade bezahlt. Und sowas zahlst du in Deutschland vielleicht 8 oder 10 Euro, weißt du? Komm, wir gehen mal weiter. Also, wir haben wirklich... Ja. Nicht der junge Mann, der weg. Die finden mich nicht. Okay, okay. Keine Sorge. Nee. Aber nicht traurig, ne? Okay. Okay. Dame. Aber für mich, komm her. Ganz wichtig, wir werden heute ein paar Kleinigkeiten austesten, um die später dann zu Hause mitzunehmen, okay? So, Mama kann man auch sonst heute auch weiter fahren. So, Freunde, und jetzt werden wir uns diese leckeren, saftigen Waffeln geben. Komm mit. So, wir gönnen uns jetzt die saftigen Waffeln. Du hast 2, du F***. Egal, ist mir da. Komm mit. Warum mache ich diesen Vlog heute? Auf dem Kanal war es ein bisschen inaktiv, also ein bisschen zu sehr. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, wir machen was, wir sind jetzt hier in Venlo. Deswegen haben wir euch jetzt mitgenommen. Freunde, wir haben jetzt hier eingekauft und gehen noch zu den 2 Brüdern. Leider gibt es derzeit nicht so viel zu bereisen, weil wir nur am Hasseln sind von Deutschland aus. Deswegen, wenn wir was machen, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wohin es als nächstes hingehen soll, aber bitte hier in Europa, nicht irgendwo in Marokko wieder. Also da habe ich keinen Bock mehr, ich keine Kraft mehr, jedes Mal Marokko. Jedes Mal denke ich mir, komm, wir machen jetzt Los Angeles und am Ende Marokko, Bruder. Deswegen Pause, mal gucken, es gibt so Ziele wie Spanien, Frankreich, was gibt es noch, Schweiz, Österreich, gibt es gute Orte.
Deswegen lasst gerne in den Kommentaren wissen, wo es als nächstes geht. Und ja, Freunde, kommt mit, wir gehen ein bisschen runter. Sollen wir einen Taste-Test machen wegen den Dingern hier? Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt hier auch schmecken würden, aber wir checken ab. Ich mach schon mal auf, Hände. Ich hab noch die Tag gewartet. Kein Problem. Die Dinger, ich mag die, ich weiß nicht warum. Viele sagen eher nein. Was isst du und so, schäm dich, aber ich mag Minze, keine Ahnung. Wenn ihr sowas nicht mögt, dann mögt ihr halt sowas nicht. Aber ich hab vom, boah, das riecht man schon. Boah, okay, ich liebe das. Boah, die Dinger, guckt euch das mal an, Bodenbein hier. Boah, dann holst du dir so eine Tüte raus und jetzt hol ich die raus. Das verstehen nur Leute, die Minze lieben. Als ich kleines Kind war, habe ich immer Minze-Eis gegessen. Okay, lass mal die probieren. Die sind leider zu hart, aber es schmeckt. Es schmeckt. Die haben so einen süßen Nachgeschmack. Die sind schon lecker. Okay, wir gehen weiter. Magst du eigentlich Minze? Ja? Boah, du weißt Bescheid. Hast du auch als kleines Kind immer sowas gegessen? So? Wenn du Eis dann warst, hast du gesagt, Minze einmal. Oh, du musst noch lernen, komm. Ui, ey, Khadr! Junge! Ula, es wackelt, guck mal! Lass mal zurück, Bruder. Guck mal! Ich geh aus dem Kuchen. Ey, und so ein Mann will heiraten. Komm, gib mir die Tüte. So, jetzt bleib da. Bleib da, bleib da. Gib mir alle ein paar Meter zurück. Du brauchst nur so. So. Komm. So schlimm war das doch gar nicht. Fenlo ist halt so eine ruhige Ecke. Von uns ist das 45 Minuten entfernt. Wir sind auch ca. 45 Minuten lang gefahren. Laut Navi perfekt durchgezogen. Ja, auf dem Weg haben wir coole Alpagas oder wie die heißen, Alpajans gesehen. Hier so einen kleinen Clip. Warte mal, ganz kurz. Bruder, hol mich. Oh, ey, what? Was hast du gehört? Spucke mich an, wenn du Mann bist. Spucke mich an. Hier ist mein Gesicht. Bist du Mann oder was? Ich muss sagen, die Holländer sind aber ein bisschen abgehoben. Ich weiß nicht warum. Ich fahre mit dem Bus nach Hause, ich habe so ein Polo. Wir haben alle so ein Schiff. Ne? Aber es sieht richtig Baba aus, Janni. Da steht so Happiness, weißt du, was ich meine? Du bist zum ersten Mal hier dabei, ne, Khadr? Stark, stark. Findest du es schön? Stark, stark. Wenn ihr nach Venlo kommt, dann kommt nicht mit einem Auto hin. Wir suchen einen Parkplatz, wir finden keinen Parkplatz. Und wenn wir eins gefunden haben, musst du 15, 20, 30 Euro bezahlen. Okay, jetzt 30 Euro nicht, aber so deine 20 Euro sind schon drin. Und ja, jetzt erstmal mit Khadr zusammen. Kameramann Khadr ist hier. So, Khadr, was geht? Also wir sind gerade hier bei Classic Chicken. Ja, ich habe hier so ein Bucket-Ding bestellt und so ein Long Chicken. Ich muss sagen, halal, 100%. Ich rieche auf jeden Fall, es riecht schon gut, ja, aber mir gefällt eine Sache nicht. Was denn genau? Long Chicken, ja. Und der Käse ist einfach immer noch kalt. Vor allem, das sind so kein ganzes Bruder. Stückchen, sondern so eher mehrere Teile, ne? Boah, Bruder, Khadrs, oh. Wir geben uns ein bisschen. 82. Oh. Oh. Ah. Und wie schmeckt Ihnen der? Die Pommes? Die Pommes nicht? Die schmeckt nur mit Soße. Eine gute 8. Eine gute 8. Weil das harmoniert. Ich schwör's dir, du isst einen Burger, der schmeckt wie ein Burger. Du isst einen Long Chicken und der schmeckt aber auch wie ein Long Chicken. Der hier zum Beispiel schmeckt wie ein Long Chicken, weil da ist diese Remoulade oder so drin. Der schmeckt nach Long Chicken, weil es ein Long Chicken ist? Mhm. Ja, komisch, wenn es nicht danach schmecken würde. Mhm. Ey, Khadr, iss, Bruder. Ola, Bruder, der schmeckt haram irgendwie. Oh, das ist ein Chicken. Oh, bismillah. Mmh. Probier. Ich sag dir ehrlich, wenn es so Smashburgers gibt, dann mag ich.
probier den hier, Bruder, bitte, weil da ist dieser Remoulade-Ding, was ist so, das peilt. Bismillah. Ich muss sagen, die Burger sind Baba. Aber die Pommes nicht. Boah, ich schwöre dir, Bruder, wenn man dich filmen würde, wenn man dich anguckt, wie du isst, ne? Bruder, du isst wie ein Haiwan. Fett, Alter. Das ist ganz normal. Hm. Probieren wir von diesem Bucket, ne? Von denen hier, jetzt probieren wir eins aus. Boah, Leute, erstmal natürlich wichtig mit Yuppie. Ohne Yuppie-Soße geht nicht. Ey, die sind weich, Bruder. Aber die sind knusprig, aber weich. Leute, die sind außen knusprig und innen weich. Ich weiß nicht, wie man sowas beschreiben kann. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich nur das essen würde ohne Soße, dann schmeckt die echt scharf. Nicht so, aber die schmeckt schon scharf. Oh, jetzt noch so ein Chicken Wing, Leute. Oh, Freunde. Natürlich mit Soße. Ohne Soße geht nichts. Ne? Die sind nicht so krass, diese Chicken Nuggets. Die schmecken süß. Warte, warte, warte. Komm her, komm her, näher. Seht, seht. Noch näher. Weiter. Weiter. Salamu alaikum. Was geht ab? Ey, zoom nicht rein, Alter. Wir sind jetzt hier in der Moschee. Die Moschee befindet sich in Venlo. Hier. Zoom raus. Sehr wunderschöne Moschee. Zeig mal ganz kurz hier bitte. Ich glaube, die haben hier auch einen Fußballplatz. Zudem haben die auch hier schön alles in Goldweiß eingerichtet. Blau. Und mit ein paar Fliesen in Marmor-Mustern. Ihr Freunde, ihr seht hier hinter mir. Wir haben auch so einen coolen Brunnen hier, muss man sagen. Und der Eingang typisch. Typisch Türkei, ja, natürlich eine wichtige Flagge, ja, für die Türken ganz wichtig, die türkische Flagge hier, die holländische. Und ja, Freunde, wir gehen jetzt raus, wir fahren jetzt weiter nach Roermond und von da aus gucken wir, dass wir eine nächste Moschee finden. Ja, ich bin Khadr. Wir suchen kurz einen Mitarbeiter. Sind wir, kennen die gar nicht in Deutsch. Fragen doch keinen Mitarbeiter. Was habt ihr gemacht? Wir haben ein paar Leute geprankt. So Leute, wir sind jetzt hier auf dem Riesenrad. Eigentlich wollte Ilias nicht, weil er Angst hat, aber ich musste ihn 10-mal überreden, dass er überhaupt kommt. Geht alles gut. Inshallah. Kinder, sag doch. Nur Kinder? Nur Kinder. Also war das nicht so ängstlich, oder? Nein, Junge, guck dir das doch mal an. Guck dir das an. Was ist das? Das ist nix, ne?
Ich kann mich irgendwo erinnern, da war irgendwas. Eigentlich wollte ich das nicht, weil er Angst hat, aber ich musste ihn 10-mal überreden, dass er überhaupt kommt. Bruder, schrei mal nicht! Ich lese bitte Wallah bitte. Ilias, Wallah bitte. Ich hab Wallah gesagt. Bleib sitzen, Wallah, Ilias, bitte. Komm. Ilias, bitte. Ey. Ilias, Wallah, bitte, setz mal hin. Ey, komm, ich spüre, das wackelt richtig. Ey, Ilias, setz mal bitte. Ilias. Guck mal da, löst mal die Schraube, Bruder. Ey, bist du behindert? Was ist das denn? Ich will es von hier einfach. Bitte, Ilias. Ey, Ilias, bitte. Guck mal, ich hab meine Augen zu und ich spür's, wie es hin und her wackelt. Wie kriegt das wackelt, Bruder? Ich schwöre, guck mal, Ilias, das ist nicht normal. Ey, Bruder, guck mal. Ey, wir sind stecken. Ey, hör mal auf, Ilias. Ey, wir sind stecken geblieben. Bruder, guck mal, diese Tür, die geht auch auf. Ey, hör auf, Ilias, hör auf. Bitte, ich hab bitte gesagt. Mein Gott, ey. Komm! Ey, nein, der übertreibt nicht. Ey, übertreib nicht, ne? Sehr schön, komm. Nein, lass mich runter. Okay, das war's, Leute.